Hallo zusammen, Michi ist wieder heute da und heute bin ich wieder für euch in der War Within unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute geht es um ein Pet, das wir außerhalb von World of Warcraft kriegen können. Und zwar gibt es aktuell eine Sonderaktion. Ich kann euch mal kurz den WoW-Head-Artikel zeigen. Es gibt nämlich ein Pet, wenn ihr World of Warcraft über Discord streamt. Und keine Angst, ihr müsst da kein großer Streamer oder irgendwas sein. Ihr braucht nur einen Freund oder irgendeinen Random, der quasi euren Discord-Stream schaut. Und zwar muss das Ganze insgesamt 15 Minuten passieren. Und wenn ihr das Ganze gemacht habt, dann gibt es ein Pet. Und zwar schimpft sich das Parlock. Und wie das alles funktioniert, will ich euch jetzt einmal zeigen. Als allererstes braucht ihr natürlich Discord. Und dann ist es so, ich bin jetzt hier schon, wie ihr seht, mit ein paar Leuten aus dem Stream im Discord. Und jetzt ist es so, dass wir das erstmal einstellen müssen. Ihr müsst nämlich hier unten eine Quest bekommen. Ihr seht, die habe ich jetzt gerade schon abgeschlossen. Und wie ihr das bekommt, will ich euch mal zeigen. Als allererstes müsst ihr hier unten auf Benutzereinstellungen gehen. Und dann gibt es hier verschiedene Unterpunkte. Wir haben hier einmal Geschenkinventar. Und dann müsst ihr hier auf Quests anzeigen gehen. Und wenn ihr das macht, dann habt ihr hier verschiedene Quests und die könnt ihr annehmen. Und ich habe jetzt hier das schon angenommen, beziehungsweise auch schon die 15 Minuten gestreamt. Ihr klickt quasi hier auf Quest annehmen. Wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr auf irgendeinen Server gehen. Dann sucht ihr euch halt jemanden, dem ihr quasi WoW streamen könnt. Und aktuell bin ich jetzt gerade schon live, aber im Endeffekt ist es so, dass ihr quasi einfach eine Bildschirmübertragung anfangen müsst. Ich kann jetzt hier mal die Bildschirmübertragung Streaming beenden. Das klicken wir jetzt mal kurz weg. Und hier unten habt ihr quasi die Möglichkeiten, eine Bildschirmübertragung einmal zu starten. Das klicken wir jetzt an. Und dann sagen wir, okay, ich will World of Warcraft streamen. Dann mache ich das. Hier haben wir noch ein paar Einstellungen. Kann ich den Server noch auswählen. Ich mache das jetzt hier einfach in der Gruppe, wo die anderen drin sind. Und dann klickt ihr auf Go Live. Wichtig ist bloß, dass jemand anderer quasi bei euch in dem Stream reinschauen muss. Wenn ihr jemanden findet, der quasi auch nur das Pet haben will, könnt ihr euch in irgendeinem Server verabreden. Oder ihr könnt auch einen quasi einen Direktanruf machen und eine Bildschirmübertragung starten. Das soll anscheinend auch gehen. Sobald der andere bei euch im Stream quasi drin ist und dann 15 Minuten zugeschaut hat, ihr könnt euch auch gegenseitig muten, das ist egal, ihr müsst euch nicht wirklich zuschauen, könnt ihr dann eure Belohnung beanspruchen. Und ich sag's jetzt mal so, ich bin gerade nebenbei live im Stream, ich klicke jetzt das mit dem Beanspruchen mal auf einem anderen Fenster auf, nett, dass mir jemand den Code quasi ja, streitig macht. Möchten Sie öffentlichen privaten Netzwerken Zugriff auf Discord-App erlauben? Ja, machen wir mal, oder? Ich bin ein Mensch, muss ich jetzt aktivieren. Und dann kommt hier ein Belohnungscode. Kopieren. Also ich kann es jetzt nochmal dann gleich zeigen. Das sieht quasi dann so aus, ne, wie hier auf dem Bild. Und dann habt ihr hier den Code, der steht dann hier drin. Den könnt ihr dann auf Kopieren klicken. Ne? Ich habe mir den jetzt eben rauskopiert. Und jetzt können wir in den Battle.net-Client gehen und das quasi claimen, ja, diesen Code. Und ja, das werden wir jetzt einmal kurz machen. Jetzt muss ich bloß auch kurz schauen, wo das ist, wo man den einmal einsetzen kann. So als kleinen Einschub noch. Die Aktion geht übrigens vom 23. August 2024 bis zum 8. September 2024. Also in diesem Zeitraum müsst ihr das machen. In dem WoW-Head-Guide ist auch quasi hier nochmal die genauen Regeln verlinkt, ne, was ihr genau machen müsst. Also da nur nochmal, dass ihr auch die, den Zeitraum im Blick habt. So, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, wo es genau ist. Also ihr müsst hier oben, ne, im Battle.net-Client auf euren Namen gehen und dann gibt es hier Code einlösen. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gemacht und hier können wir jetzt den Code eingeben. Ihr seht jetzt meinen Code, aber ich denke mir, ihr könnt ihn nicht nochmal einlösen, also wenn der wird verbraucht sein. So, den tun wir jetzt hier rein, Code einlösen und dann können wir hier bestätigen und dann sollten wir das Pet kriegen. Schauen wir mal, ob ich es in-game... Ah, mein Older Things macht schon Sound und ihr seht, jetzt haben wir hier Parlock. Also es scheint funktioniert zu haben, ne? Also das waren jetzt die ganzen Schritte, um das zu kriegen. Ich musste jetzt halt vorher, um den Code zu kriegen, kam nochmal ein Fenster, wo ich sagen musste, ich bin kein Roboter und so weiter. Aber ich denke mal, das solltet ihr auch hingeben. Und ich musste irgendwelche Berechtigungen für Discord geben. Ich hoffe, jetzt habe ich nicht meine Seele verkauft dafür. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt das Pet. Und ich zeige es euch jetzt noch einmal.
haben wir das nette Viech hier. Seht ihr? Da haben wir den kleinen Oger. Das ist, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, ein Recolor von einem der Pets, die es schon über den Handelsposten gab. Aber denke ich zumindest ein Pet, was man sich relativ schnell ohne viel Aufwand holen kann. Einfach quasi die Quest annehmen im Discord, wie ich es euch eben gezeigt habe. Und dann hergehen und quasi jemanden anderen euren Stream gucken lassen. Beziehungsweise ihr könnt dann natürlich auch dem anderen helfen, dem seinen Stream dann anzuschauen. Gut, das war's mit dem kleinen Guide-Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und dann mit eurem kleinen süßen Ogre-Pet. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.